Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir die Floß-Challenge gemacht, keine Ahnung, wie man das eigentlich nennt, und haben somit fast die ganze Karte freigeschaltet. Mir ist gerade aufgefallen, das dort unten haben wir noch nicht, das machen wir aber bald. Hier, die Stromschnellen haben wir erledigt. Oh, die Markierung kann weg. Und wollen jetzt auch in dem Part uns diese Ruine hier anschauen. Stimmt, im letzten Part haben wir uns noch den Farbdungeon angeschaut. Boss? Ein Boss? Bombe? Warte, wahrscheinlich springen und dann. Moment. Hä? Hallo? Wie besiegt man den denn? Nee. Das ist jetzt eine ganz, ganz dämliche Idee. Ausgraben können wir ihn also auch nicht. Warte. Wie wir es in die Ecke drängen? Hallo. Auch nicht. Wir brauchen die Feder auf jeden Fall. Oh, meine Fresse. Wir gehen hier noch drauf. Wie besiegt man den? Okay. Wie zum besiegt man das Viech? Boomerang ist's ja nicht. Es können nur Bomben sein. Vielleicht geht sein Schild irgendwann kaputt. Hä? Das ist ganz, ganz komisch hier. Ganz ehrlich, bevor ich drauf gehe, teleportiere ich mich mal raus. Okay, das geht. Wichtig.
Warte, wenn er hochspringt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich teleportiere mich auf jeden Fall mal raus. Da ist der große Fee. Dahin gehen wir auch. Ey, letztens noch große Feen für nutzlos erklärt. Jetzt brauchen wir sogar eine. Und ich schaue jetzt im Netz nach, wie man das Viech killt. Fehlt uns ein Item? Also ich bin jetzt echt ratlos. Klar, wir wären nicht draufgegangen. Das war trotzdem knapp. Hinterlässt die Feen? Nein. Zum Friedhof zu gehen, wäre jetzt, glaube ich, auch nicht die schlauste Idee. Ich denke mal, wir teleportieren uns mal zur Rurunga-Steppe. Aus dem einfachen Grund. Weil das so eine der Stellen ist, von denen ich weiß, dass dort auf jeden Fall eine Fee sein wird. So, jetzt. Ich schaue jetzt mal nach. Okay, wir nehmen keinen Schaden. Ich dachte kurz, wir haben Schaden genommen. Angreifen bringt nichts. Jetzt bin ich sauer. Meine Annahme war sogar richtig. Das regt jetzt ein klein wenig auf. Weil ich hatte sogar recht mit meiner Annahme, dass man sein Schild zerbrechen. Mit Wirbelattacken, glaube ich, war's. Und das triggert halt einfach, wenn du weißt, du hattest mit deiner Annahme recht. Wolltest aber aus Gründen den Fight nicht fortsetzen, dann triggert das schon. Dort in der Nähe haben wir keinen Teleporter, oder? Nee, wir müssen nochmal den ganzen Fluss entlang und zahlen. So. Jetzt gehen wir das Monster vernichten. Und dieser Boss verdient es wirklich, Monster genannt zu werden. Das ergibt halt auch irgendwie keinen Sinn, oder? Weil normalerweise ein Enterhaken sollte in meinen Augen eigentlich so ein Schild auch zerstören können. Ein Pfeil auch. Ja gut, ein Pfeil vielleicht weniger. Also ein Enterhaken
hakt sich doch in so ein Schild fest. Ich meine, der Enterhaken kann sich in Steine festhacken. Hacken. Nicht hacken. Apropos, falls ihr Rubine farmen müsst, kommt einfach hier hin. Das zahlt sich halt echt aus. Und ja, ich bin jetzt pingelig. Ich bin jetzt auch sauer. Weil es triggert halt schon heftig. So. Den Zwanni nehme ich da drüben noch mit. Und das volle Pack, weil Pfeile waren halt auch Mangelware. Nein. Kann ich auch hier runternehmen. Aua. Boah, Double Kill. Schön. Mit einer Wirbelattacke zwei Gegner. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Sagt man Klappe dazu? Naja, ist jetzt auch egal. Natürlich muss der letzte Part, den ich heute aufnehme, so triggernd sein. Was denn auch sonst? Aua. Die droppen, glaube ich, immer Pfeile. Ich habe noch nie gesehen, dass die was anderes droppen. Stimmt, der Boomerang kann auch einem Items zuholen. Na, es geht hier oben weiter. Die Schleime triggern ein klein wenig. Die sind halt an den Orten, an dem sie eben nicht sein sollten. So, jetzt nochmal rein. Und nochmal. Gegen ihn. Hä? Jetzt machen wir plötzlich Schaden. Ich habe doch vorhin schon oft genug die Wirbelattacke gemacht, oder etwa nicht? Jetzt nimmt er keinen Schaden mehr. Also das ist ein ganz, ganz komischer Boss. Ein ganz, ganz komischer bist du. Er droppt auch den Maskenschlüssel. Heißt er so? Er heißt so. Nice. Schön, dass mir das im Gedächtnis geblieben ist. Oh, Eiland Kokolin, bist nur eine Illusion, Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfischers. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Aber warum sollte man in einem Traum Schaden nehmen können? Wie sollte man in einem Traum sterben können? Weil normalerweise, habt ihr schon jemals erlebt, dass ihr in einem Traum gestorben seid? Hast du die Bilder gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolint tatsächlich nur ein Traum des Windfischers ist.
Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass es dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertrau deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Mein Gefühl ist, es ist kein Traum. Hoffe ich. So, wo geht's jetzt lang? Zum nächsten Dungeon, oder? Ich habe ja gesagt, dass der Turm dort oben auf dem Berg, auf den Taltalhöhen, der nächste Dungeon ist. Da habe ich mich leider vertan, sorry. Da hat sich mein Gedächtnis verabschiedet. Okay, das war jetzt random. Aber nehme ich gerne. Weil Zaubermuschel? Okay, let's go. Wie viele haben wir? Uns fehlen nur noch 3. So. Wir müssen die Gegner einfach aus dem Weg schaffen. Einfach alle sterben gehen. Der Boomerang ist tatsächlich krank OP. Weil er macht Schaden und verbraucht halt nichts und kommt enorm schnell zurück. An sich ein verdammt starkes Item. Ja, okay, falsche Richtung. Falsche Richtung. Nochmal Rückwärtsgang. Wir müssen hoch. Boah, dass die Steine aber immer wieder kommen müssen. Okay, das ist jetzt ein klein wenig lächerlich, dass der Boomerang nicht treffen kann. Pfeile sollten eigentlich hier regeln, oder? Er ist weg. So, ey, ich fand das gerade mega funny, wie der Typ so, also das fliegende Viech, so einfach davor stand, nichts gesagt hat und Link einfach so, tschüss, und tot. Warum ist der Typ eigentlich blau? Das wird wohl niemand so genau wissen. Passt. Wir sind beim nächsten Dungeon angekommen, Leute. Richtig nice. Aber den werden wir nicht in dem Part machen. Wartet ganz kurz. Ich suche gerade alle Zaubermuscheln. Aus dem einfachen Grund, weil ich will mit 40 Zaubermuscheln in den nächsten Dungeon gehen. So. Wo fehlt uns denn noch eine? Ist jetzt so random, das in einem Video zu machen? Bro, wir haben in einem Dungeon eine übersehen. Wir haben im allerersten Dungeon eine übersehen. Wie schlimm. Das tut weh. So, ich habe 3 Stück, die wir machen. Eine ist hier. Die andere ist hier. Und die andere ist da. Die hacken wir mal ganz, ganz schnell ab. Und holen uns auch die Belohnung dafür.
Denn die Belohnung lässt sich schon sehen. Anders kann ich, an die kann ich mich noch erinnern. So, wie kommen wir nochmal nach unten? Wir müssen den kompletten Umweg nehmen, oder? Ja. Wir hätten eigentlich von unten kommen müssen. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt richtig, richtig bitter. Man muss eigentlich von da kommen. Was das mit dem Dungeon-Dings soll, dass wir dort einen übersehen haben, kein Plan. So, den Hinweg habe ich euch mal erspart. Das waren zwar ein paar Sekunden, aber trotzdem Sekunden, die wichtig sind. Die erste Zaubermuschel. Gleich. Wir gehen jetzt direkt zur nächsten. Die ist dort unten beim Dungeon. Würde ich auch von der Urunga-Steppen-Teleporter-Plattform ausmachen. Und den Hinweg erspare ich euch auch mal hier. So, da sind wir. Wir gehen jetzt mal in den Dungeon rein. Ich glaube, das war direkt... Ja, das war die Tür. Belastend. Halt wirklich, ein klein wenig Belastung. Irgendwie schlägt der Muschelsensor auch nicht aus. Jetzt. Naja. Ich habe jetzt eher gedacht, dass dort der Balsam drin ist. Aber okay. Und auf geht's zur letzten. So, der Hinweg war hier ein klein wenig mühsamer. Man hat auf jeden Fall öfters aufs Maul gekriegt. Als bei den anderen. Ja, wir graben jetzt dich hier mal aus. Kein Plan, wie wir dich übersehen haben. Du bist eigentlich mehr als offensichtlich. Aber okay. Dann halt. Und jetzt gehen wir zum Muschelbasar. Mit genau 40 Zaubermuscheln. Es ist Zeit. Denn wir kriegen. Ich merke jetzt, das sieht irgendwie aus wie ein Kopf. Heb dein Schwert über den Kopf. Ich gewähre dir neue Kraft. Wir kriegen ein besseres Schwert. Du hast das Kokolin-Schwert erhalten. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen drauf zu schreiben. Richtig geil. Jetzt ist es auch nicht mehr gelb, sondern blau der Schimmer. Und das sieht so geil aus. Damit können wir jetzt auch finally Zelda Classic erstmal Gegner one-hitten. Was so viel geiler ist. Und Strahlen verschießen. Wir können wie mit dem Masterschwert endlich Strahlen verschießen. Ist das nicht geil? Und das war das Angriffs-Upgrade, was ich gemeint habe. Hätten wir jetzt noch das rote Gewand genommen, hätten wir wahrscheinlich jeden Boss 2-Hit-KO gehabt. Aber das wird zu gottlos. Das wäre so wie gegen Majora's Mask mit der blumigen Gottheit zu kämpfen. Der Fight ging keine 30 Sekunden, ich bin bis heute überzeugt davon. Aber egal, mit dem neuen Schwert in der Hand würde ich sagen, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und damit macht's gut. Tschüssi.